Beschlüsse. Damit kommen wir zum Tagesordnungspunkt 2, Bericht des Oberbürgermeisters. Gestatten Sie mir, dass ich das gleich von hier mache. Sehr geehrte Stadträte und Stadträte, verehrte Gäste, gestatten Sie mir, im Bericht des Oberbürgermeisters kurz einige Themen anzusprechen. Mitte September waren wir mit einer kleinen Delegation in unserer tschechischen Partnerstadt Ostrava. Mein Amtskollege Primator Thomas Masora hat uns eingeladen, gemeinsam das 50-jährige Städtepartnerschaftsjubiläum zu begehen. Ich denke, wir waren alle beeindruckt, dass Ostrava in den vergangenen Jahren einen erheblichen Wandel vollzogen hat. Natürlich ist die Stadt immer noch von der Schwerindustrie in den vergangenen Jahrzehnten geprägt, aber die Veränderungen zu einer modernen und innovativen Metropole sind deutlich sichtbar. Kultur spielt hier eine besondere Rolle. Besonders gefreut haben wir uns, dass sich der Umbau des Kulturhauses aus den 50er Jahren an der Sanierung des Kulturpalastes hier in Dresden orientiert. Die Stadt Ostrava und wir haben vereinbart, insbesondere bei den Museen eine stärkere Zusammenarbeit zu forcieren. Gleichzeitig soll der Schüleraustausch zwischen uns deutlich intensiviert werden. Wenig später war ebenfalls eine Delegation in unserer französischen Partnerstadt Straßburg. Auch hier war der Anlass ein Jubiläum, nämlich die 30-jährige Partnerschaft zwischen beiden Städten. Wegen der Pandemie waren die Feierlichkeiten um ein Jahr verschoben worden. Von besonderem Interesse für uns waren insbesondere zwei Themen. Zum einen hatten wir einen intensiven Austausch zur Kooperation mit anderen Kommunen des globalen Südens. Dies war vor allem mit Blick auf unsere Projekte in Brazzaville interessant, da man in Frankreich über weit mehr Erfahrung in diesem Thema und langjährigere verfügt. Zum anderen war hochspannend, mit den Kolleginnen und Kollegen vor Ort über Stadtteile mit einem besonderen hohen Entwicklungsbedarf und vielschichtigen Problemlagen zu sprechen. Wie Sie wissen, ist das auch einer der Themenschwerpunkte, den sich die Stadtverwaltung für die kommenden Jahre gesetzt hat. Hier soll unter Leitung von Herrn Lemmerhirt ein intensiver Austausch etabliert werden. Ziel soll es unter anderem sein, gemeinsame EU-Projekte zu identifizieren und durchzuführen. Zudem ist der Kultur-, Jugend- und Wissenschaftsaustausch bereits auf einem beeindruckenden Niveau unterwegs und wir haben weitere Gespräche geführt, dieses auszubauen, sind eine ganze Reihe von Ideen da geboren worden, die es jetzt gilt, umzusetzen in den nächsten Monaten und Jahren. Und damit möchte ich es vielleicht in aller Kürze bewenden lassen zu unseren Partnerstädten. Ein weiteres Thema, über das ich Sie aktuell informieren möchte, ist die Spendenaktion der Stadt Dresden für die Opfer der Unwetterkatastrophe im Juli. Mit Stolz kann ich sagen, dass es mit der Unterstützung zahlreicher Akteure gelungen ist, über 380.000 Euro zu sammeln. In Kürze werden Sie eine Vorlage zur Annahme dieser Spenden erhalten. In Absprache mit den Kommunen vor Ort wollen wir den Schwerpunkt auf drei Projekte legen, also in der Mittelverwendung dann. In der Stadt Bad Münstereifel wurde das Rathaus aus dem 13. Jahrhundert schwer zerstört und es gibt dort derzeit kein Bürgerbüro als Anlaufstelle für die Menschen vor Ort. Hier wollen wir helfen, schnellstmöglich die Kommunen in die Lage zu versetzen, auf eine moderne Art und Weise die Bürgerinnen und Bürger zu unterstützen. In der Gemeinde Swisttal wurde außerdem die Grundschule völlig zerstört. An dem Interimstandort für die 400 Kinder fehlt es unter anderem an der altersgerechten Einrichtung. Gleichzeitig gibt es dort auch keinen Treffpunkt für Jugendliche mehr. In beiden Fällen soll das Geld der Dresdnerinnen und Dresdner dafür eingesetzt werden, dass die Situation abgemildert und ein schneller Wiederaufbau passieren kann. Die Einzelheiten werden in der Vorlage enthalten sein. Aber an dieser Stelle noch einmal ein ausdrücklicher Dank an die vielen Dresdnerinnen und Dresdner, die hier so solidarisch vor dem Hintergrund unserer eigenen Erfahrungen gehandelt und eben gespendet haben. An dieser Stelle nochmal auch von meiner Seite dafür ein ganz herzliches Dankeschön und wir sehen uns in Kürze mit der Vorlage. Soweit in der gebotenen Kürze der Bericht des Oberbürgermeisters und damit würde ich den Tagesordnungspunkt